Darf ich wieder was sagen? Das ist halb Zolls Folge. Ich hab gesagt, du sollst im Mund. So, wo sind wir denn hier? Der, das ist quasi gegenüberliegende Ding. Statuenwelt. Und auch wieder zwei Bosse. Und so wie ihr uns kennt, werden wir diese zwei Bosse 30 Sekunden, oder? Ratzi-fatzi. Ne, mal schauen. In der letzten Folge war es ja schon ein bisschen überraschend mit dem zweiten Boss. Diese also, kleine Tempelanlage. Surprise Tempel. Dass man den mehr oder weniger einfach so ausgeschaltet hat. Oh, schön am Wasserfall vorbei. Schau mal eine an. Höhle. Boah, ich glaube, das ist ein Bosskampf. Oh, schick. Guck mal, Wüste. Nee, das ist nur Deko. Was heißt das? Da schießt halt drei nicht immer die Dinger Deko. Und so ein Auge. Mhm. Und ein Monster dazwischen. Das wird bestimmt nachher noch wichtig. Ich werde hinterher abgefragt nach der Stunde. Hefte raus, Klassenarbeit. Ach, das sieht aber aus wie ein Übergang. Wieder. Ah, okay. Wüsten-Lava. Das ist ein Lava-World. Kann man da durch die Lava durch? Ja. Das fließt vorne lang. Geht's irgendwo hin? Ah, das sieht auch nach einem Bosskampf aus. Ach Gott, nee, da geht's noch eine Etage tiefer. Mein Gott, wie groß ist denn das? Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir waren. Ja, auch nicht. Das Gute ist, oh, Nachtkarte. Was echt mal erfrischend ist, du hast nicht, war da oben auch noch was, du hast nicht die ganze Zeit dieses, ich habe irgendwas liegen lassen, ich habe irgendwelche blöden Collectibles liegen lassen, gibt's halt einfach nicht. Du kannst die Welt einfach mal genießen. Ach, als ob wir noch genießen könnten, was sind das? Das ist eine Abkürzung, hier waren wir doch schon. Ach, sind wir hier oben. Warte mal, kann man damit vielleicht... Mehr oder weniger jetzt nur. Schau mal, ach, guck mal, da hätten wir hochkrabbeln können. Siehst du das? Hier. Das ist ein Weg hoch. Ach, dann führt das da bloß lang. Ja, da geht's. Nee, okay. Ach, dann. Ah, okay. Ist da noch irgendwas zum Hochkrabbeln? Nee, ne? Dann müssen aber in dieser Region noch irgendwie andere Geschichten gewesen sein. Was machst du jetzt? Hier ist an dem Baum was dran. Ein Collectible, das einzige. Wir haben es verpasst. Und dann. Gibt es nicht sogar in Limbo Collectibles? Wie so versteckte Leuchtdinger? Oder ist das irgendwas? Ja, stimmt, irgendwas war da. Okay, also das ist hier nur. Eine Verbindungsstraße. Hier geht es noch weiter runter. Wollen wir mal abkürzen, wenn man will. Da unten ist ein Bosskampf. Hast du gesehen? Ja. Geh mal hin. Oh, guck mal, ob hinter dem Wasserfall was ist. Hinter dem Lavafall. Wie meinst du? Da, gerade nach. Ja, aber hier kann man jetzt einchecken. Ah, sehr gut. Stimmt, wenn wir das nicht machen würden, dann wäre es ja auch weg. Das ist ja... Sie wissen schon. Nicht so gut. Knickknack, knickknack. Jetzt geht was. Oh. Ich glaube, das Auge. Ah, das ist jetzt wie der Würfel, nur dass es halt kein Würfel ist. Ich dachte mir jetzt, jetzt stehe ich mit der gespannten Sehne, stehe ich jetzt da. Und dann, wenn es einmal kommt, da mach du. Soll nur, es muss nur zucken. Ja. Und schon bin ich tot. Aber vielleicht so ähnlich wie mit dem Yeti, dass man die, den Aufprall auf die Wand irgendwie nutzen muss. Du hängst doch auch nur Worte aneinander, oder? Richtig. Boah. Ey, das ist aber gar nicht schlecht. Ich glaube, so geht's. Mhm. Und dann in die Richtung schießen. Nur das Problem ist, das scheiß Ding hinterlässt eine Lavaspur. Und ich glaube, wenn das eben ist, dann ist dein Fall zu niedrig. Es muss mehr oder weniger in so einer halben Drehbewegung sein. Nee, oder? Schau mal, das ist zu hoch, nämlich sonst. Ja, aber wenn es zu Boden gefallen ist. Warte mal. Zack. Dann ist es tief genug. Dann musst du sofort schießen. Also wenn es halt zu sehen ist, mehr oder weniger, dann rollt sie schon in den Sicherheitsbereich. Mein Gott. Na gut, andererseits haben wir erwartet, dass die Bosskämpfe einfacher werden. Nee. Na gut, der eine war einfach. Ja. Ausgesetzt, man findet ihn.
geil. Jetzt ist jetzt, ne? Das hört aber auf zu brennen mit der Zeit. Vorsicht. Ja, aber da bleibt schon echt viel übrig. Mhm. Also, vor allem kommst du ja auch nicht durch. Chillig ist das nicht. Na gut, aber jetzt klappt's. Aber er rollt dann, wenn man diesen ersten Angriff überstanden hat, rollt er echt eine ganze Weile. Mhm. Fuck, er hätte schießen können. Ah! No! Fuck, das wär's gewesen. Aber gut gemacht. Ja, ist aber auch so breit. Mhm. Dicker. Schieß auf seine empfindliche Stelle. Es ist ein Fels, es hat keine empfindliche Stelle. Das kam neulich im Fernsehen wieder. Das ist so gut. Ich gucke das so gerne. Galaxy Quest. Was wäre hier bestimmt voll Gutes in dem Spiel? Oh, shit. Leute, die diese Rubik's Cubes lösen können. Oh, die ja. so Fähigkeiten haben, vorauszuahnen, was die nächsten drei Schritte sind. Zeitreisen sind bestimmt auch voll gut. Die aus, Life is Strange. Weißt du, was mich bei Zeitreisen immer gewundert hat? Ich letztens irgendwie nochmal drauf gekommen. Wenn, sagen wir mal, es gäbe eine Zeitreisemaschine und du würdest jetzt eine Zeitreise machen, so wie in die Zeitmaschine in dem Film. Mhm. Da steht er doch dann die ganze Zeit in seinem Wohnungszimmer und um ihn herum verändert sich die Welt. Genau. Aber wenn du dich durch die Zeit bewegst, bewegst du ja nicht, dich ja nicht durch den Ort. Du müsstest ja, wenn du eine Zeitreise machst, müsstest du ja immer genau in den Moment da wieder hinspringen, wo die Erde gerade ist. Ach so, ja, schon. Ja, klar. Ein paar tausend Kilometer pro Sekunde. Ja. Ich glaube aber, als das die Zeitmaschine geschrieben worden ist, da waren die noch nicht so weit, oder? Da wussten die da schon. Noch nicht wussten, wie schnell sich die Erde dreht. Na, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weiß nicht genau. Deswegen, aber es war ja schon klar, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht. Deswegen hat man es ja relativ einfach lösen können, indem man es einfach in DeLorean einbaut. Da ist ja drin, da ist ja Navi drin. Ja, eben. Der weiß ja, wo er hin muss. Denn, die wissen ja, wo wir hingehen, da brauchen wir keine Straßen. Ja. Was war das für ein komischer, jetzt will ich aber, jetzt erkläre ich dir das mal, Atma. Nee, ich war im Moviepark, Freizeitpark. Und da gibt es auch so eine Zeitreise-Attraktion. Das Schöne ist an diesem Moviepark, der ist bei Bottrop Kirchhellen und das ist der ehemalige Warner Brothers Movie World. Und ich kannte die ganzen Attraktionen noch, als sie noch Warner Brothers Attraktionen waren, haben die aber die Lizenz verloren. Das sind jetzt die gleichen Fahrgeschäfte, wo sie aber andere Sachen draufgeklebt haben. Geil. Da gibt es irgend so ein Mars Attacks Ding oder so, wo sie dann die Gesichter so halb runter gemacht haben. Und eins ist das ehemalige Batman Fahrgeschäft, was so Wayne Manor und dann Bathöhle und so war. Ist halt jetzt so das Zeitreise-Professor-Labor. Und dann haben sie aber John Cleese bekommen, der dann auf so Videoleinwänden halt zu den Besuchern erklärt, dass er der Professor ist und er ist gerade woanders. Oh, geil! Weil du bist so gut unterhalten. Wenn ich dich ablenke, dann geht das. Also er ist gerade irgendwo in der Zeit, steckt fest und wir, die Besucher, sollen jetzt durch sein Haus durchgehen und dann steigt man an die Zeitmaschine ein. Aber das Geile ist, John Cleese spricht es komplett auf Deutsch. Also er selbst spricht das alles auf Deutsch. Sie müssen vorsichtig sein, die Zeitreise ist gefährlich. Das ist ja der Wahnsinn. Voll cool. Jetzt liegt er da wie so ein verkohlter Kohl. Lässt sich ganz schön liegen. Mhm. Warte mal, ich will mal gucken, ob hier hinter dem Vulkan, weil das hier nach oben zeigt, ob da der Eingang ist vielleicht. Das ist doch so der Klassiker. Boah! Das ist drauf. Ich gucke aber auch in jedem Videospiel hinterm Dings. Hinterm, wie heißt der? Ah, wahrscheinlich oben an dem Ding, oder? An dem Kristall. Nee, ist klar. Oh, die gehen auch noch zurück. Bullet Hell. Was ist das? Teilt sich jetzt bestimmt. Kann es sein, dass man. Ich glaube nicht, dass es der Kristall ist, ehrlich gesagt. Das wäre zu einfach. Das ist super einfach. Ich glaube, es hat was mit dem Stein zu tun.
kann immer auf den Stein schießen. Auf seine empfindliche Stelle. Er ist ein Felsen. Vielleicht kannst du den Stein durch Beschuss so in die rein lenken oder so. Du hast gar nichts gemacht. Ach, eine Bombe! Sieht so ein bisschen aus wie ein Toffifee. Jetzt ist nur die Frage, was habe ich davon? Ich muss das Vieh nah genug daran lenken, oder? Ja, nee, nimm's an. Frage ist, was es einem Wesen, das aus Feuer besteht, anhat, wenn es explodiert. Also, wenn du mit solchen Fragen kommst, dann musst du heute noch aufhören, Comicbücher zu lesen. Nein. Das sind echte Bücher. Quatsch. Ah, schau mal, die Flammen haben das gerade eben auch schon ausgelöst. Ja, wenn, sobald die das berühren. Schau mal, die einsaugen, saugen die auch die Bomben ein. Nee. Die bleibt. Ist das hier auch so richtig im Boden? Nee, ich glaube, ich muss mit der Dings schon. Ach so, du meinst, ich kann die Bombe ignorieren. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss mit der Bombe das Viech zerstören. Ja, das wäre durchaus möglich, aber kannst du das dann irgendwie bewegen, die Bombe? Oder? Nee. Und wenn du sie anschießt, dann zündet sie aber auch. Nee. Das müssen die Dings anschießen. Diese Kugeln. Was passiert da gar nichts. Wenn du mit dem Pfeil auf die Bombe schießt, bringt nichts. Du hast den schon. Oder? Nee, der liegt immer noch hinter ihr. Hinter der Sonne. Der wird auf jeden Fall. Du hast ja schon den. Nee. Geil. Wo war er denn jetzt hin? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Aber einfach nur in den Mund, wenn er das wieder einsaugt, ist so ein bisschen weird. Bisschen zu easy. Easy peasy. Komm mal da hin. Das wäre mir zu einfach, sowas lächerlich einfach. Ah, shit. Das wundert mich halt mit ihren Kristallen da. Ich weiß auch nicht, warum ich sie nenne. Die weil Sonne. Sie so eine Haarschleife hat. Ja, oder? Ja. So aus. Wenn ich das in sie reingeschossen habe. Dann leuchtet die so kurz. Nee, ist der Pfeil weg. Na echt, oder was? Ja. Scheiße. Das. Du wieder mit deinen Tipps. Hier, schieß da mal rein, schieß mal rein. Ja, schieß mal rein. Pass mal auf, oder? Muss man das vielleicht im richtigen Moment machen? Ah, warte mal. Ich kann das Scheißding ansaugen. Sieh, oder? Wenn der Pfeil drin ist. Ach so. Und dann kann ich sie in die Bombe reinziehen. Ah, cool. Das ist ja geil. Das ist schon cool. Jedes Mal so, okay, was ist jetzt der Dreh? Aber ich muss ihr das in den Mund schießen. Beziehungsweise wenn sie... Warte mal. Was ist denn dann so... Eine für die Papa. Kommt der Flieger. No. Oh, shit. Sieht manchmal so aus, als würden die oben rüberfliegen. Mhm. Ist eh ein bisschen komisch, das war auch schon bei diesem ersten oder zweiten Gegner, der diesen Schuss nach oben dann macht. Man denkt immer, er schießt auf die Decke. Ja. Aber es gibt ja kein oben. Andererseits, dann springen sie wieder hoch. Hm. Das ist komisch.
Entscheidet euch mal, echt. Hä? Oh, kurz da. Ich glaube, du bist da im unteren Bereich verbrannt worden. Das kann schon mal vorkommen. Wieder reinschießen. Jetzt ist er drin, oder? Ja, genau. Ja. Jetzt. Ah, das ist weit weg. Schon ist halt nicht so weit weg. Komm schön nah ran hier. Das war nah genug, glaube ich. Oh Mann. Aber ist auch geil, beim ersten Mal, wo der Pfeil dann weg war, habe ich halt echt so, na nee, ist kaputt dann scheinbar hier. Ja. Direkt reingelaufen. So ist der Pfeil auch drin. Brauche ich noch einen zweiten Spieler. Boah, was ist das für ein Chaos, wenn du das zweite machen müsstest. Wenn man sich dann gegenseitig immer den Pfeil erschießt. Oh ja. Und man zu zweit nur einen Pfeil hat. Geil. Treffer. Guck mal, jetzt habe ich sie sogar unterbrochen. Das soll ich nicht tun. Ja. Direkt an der Wand. Probieren. Ja. Direkt an der Wand geht mal gar nicht. Hoch da. Das erste Spiel, falls wir das schaffen sollten, zu dem ich mal eine Komplettlösung schreiben könnte. Nein! Ich frage mich, wie man... Es wirkt immer, als wäre es so, wie wir diese Bombe spucken lassen, dass es viel zu weit weg wäre. Ja. Aber du kannst sie ja noch anziehen, ne? Ja. Also du musst wahrscheinlich, wenn sie diese Bombe spuckt, näher dran sein an ihr. Ja. Also näher um sie rumlaufen. Das ist wahrscheinlich schon zu weit weg. Schön. Nee. Das ist immer der. Da gehst du dann zu weit weg. Die saugt dich dann selbst als Leiche noch ein. Naja, ist wenigstens aufgeräumt. Okay. Wie sieht denn das sonst aus, wenn da Gäste kommen? Was ist das hier? Oh. Ja, der ist noch vom letzten Mal. Ah, ist drin. So, jetzt schön ran. Ich glaube, du musst mutiger sein beim... das aufspucken lassen. So, schön da ran. Das könnte. Mir war mittendrin nicht mehr klar, was ich hier eigentlich will. Na toll. Es brennt um mich rum alles und irgendwie bin ich nah dran. Was habe ich davon? Also muss sie denn das Ding essen oder muss es detonieren? Nee, das muss detonieren in ihrer Gegend. Also muss ich auch noch so ein Feuerdings. Versuch mal vielleicht das nächste Mal, wenn sie es ausspuckt, ist ja immer nach zwei Phasen, eher auf sie zuzulaufen. Bis sie das nicht so weit wegspuckt. Jetzt ran machen. Sie spuckt denn? Lass mich noch einmal probieren. Sie spuckt ja nur eine Bombe gleichzeitig aus. Ja, klar. Ach so, ja, klar. Shit. Wenn die dann, noch da liegt. Ja, dann musst du die erst zerstören. Mist. Na, schön. Das ist echt gar keine so schlechte Idee. Wirklich nochmal. Nein. Ist jetzt auf jeden Fall drin.
bleib dran, bleib dran, bleib dran. Also geht schon immer ein ganzes Eckchen weit weg. So, jetzt Caesar, 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 Caesar. Das war ich nah genug dran. Irgendwas in der Nähe ist explodiert. Das muss doch irgendwie mit diesem Ranziehen sein, oder? Ich bin mir halt nicht sicher, ob man sie einfach nur auf die Bombe draufziehen muss, dass sie die schluckt, oder ob die wirklich von dieser Flamme gezündet werden muss. Ach so. Ich glaube, alle sind jetzt sauber. Vielleicht ist es einfach nur wie so ein Tauziehen, dass man sie halt einfach... sie schneller in die Bombe reinziehen muss, bevor sie einem die Feuerdinger... Ich meine, das kann man ja nochmal probieren. Das heißt, man muss sie aber immer irgendwie ein bisschen woanders hinschießen lassen, damit man die Bombe näher an sie ranbringt. Boah. Also im Kreis rumlaufen und dann... nur sie an. Ich ziehe ja nicht die Bombe an. Bombe sollte halt möglichst zentral im Raum sein. Ja. Aber das sah schon gar nicht so blöd aus. Nein, das ist die Lösung doch irgendwie noch ein bisschen anders. Und sonst fehlt der letzte Kniff. Ich dachte mal, frontaler Angriff, ne? Vielleicht lässt er sich davon beeindrucken. Jetzt haben wir aber wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ein Glas Wasser mitnehmen wäre noch eine Option. Ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich da jetzt nicht mehr rein oder was? Nee, das war's. Der Kill-Counter ist voll. Das ist gut, das ist gut. Aber schon fast dran. Ja. Also eigentlich haben wir es schon geschafft. Ja. Eigentlich, der Schrank ist bereits offen. Kuchenblechmafia. Wo ist das nochmal? Das ist diese, ach genau. Die behaupten da, dass die Tresore alle so ein Schrott sind und dann irgendwie 6 Stunden oder was brauchen, um den Tresor aufzumachen. Weil theoretisch ist er eigentlich offen. Eine Frage von Sekunden. Für die Männer der, was ist das? K&M Schließmechanikgesellschaft oder so. Spitzensketch. Wie sie dann vor allem irgendwann so total entmutigt schon gar nicht mehr mit den Hämmern, sondern halt mit den Füßen da irgendwie wütend in dem Schrank rumtreten, wo es zum Zuschauen schon wehtut. Und der hat sich ja gerade den Fuß verknickt. Ah! Ach, fast dran. Das ist halt echt so dieser... die Mutprobe, bleibst du nur stehen und ziehst noch eine Sekunde länger? Wie beim Rauchen früher. Zack. Zack. Vielleicht muss ich die schon, wenn die anfängt zu spucken, ziehen. Und dann? Also, damit sie einfach schon viel näher dran ist an der ganzen Chose. Mhm. Also sie wirft ja die Bombe aus und dann kann ich theoretisch schon ziehen. In dem Moment, also wo sie schon... Warte mal. In dem Moment, wo sie auch zieht...
das ist schon. Ja. Ich glaube, das könnte vielleicht der richtige Weg sein. Das könnte übrigens auch der komplett falsche Weg sein. So. Letzter Versuch. Ja. Jetzt klappt's. Chaka. Ah! Yeah. Und noch einen. Noch ein Versuch. Hast du Zähne geputzt? Zimmer aufgeräumt. Hausaufgaben gemacht. Das mach ich morgen früh mal. Das mach ich morgen früh. Noch der eine Versuch. Nein, das war so knapp. Springt dann immer wieder weg. Ja. Einer noch? Ja, einer noch. Bin immer noch nicht sicher, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Merk schon, du bist auch in Las Vegas an der Slot-Machine großgezogen. Du meinst Mama? Ich hatte keinen einarmigen Banditen, ich hatte eine einarmige Mutter. Nah genug ran. Wie geht das? Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge nochmal mit frischem Geist das nochmal probieren und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.